Hallo, kurze Information vorab. Das Schnittprogramm hat heute ein bisschen versagt. Deswegen gibt es keine Timelapse. Das heißt, da wo normalerweise Stille wäre und ich normalerweise Timelapse machen würde, mache ich jetzt einfach eine Musik drauf. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Und jetzt geht's los mit dem Video. So, Hallöle. Heute kein Livestream, leider immer noch nicht. Es funktioniert einfach nicht, die Technik versagt. Aus diesem Grund mache ich jetzt ein ganz normales Video. Ist ja nicht weiter schlimm. Livestream hätte sich eh keiner eingeschaut. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Spiel, nämlich Dune. Das Spielprinzip ist ganz einfach. Wir müssen, wenn wir uns auf dem Boden befinden, das einfach festhalten, um Tempo zu bekommen. Loslassen, um Höhe zu gewinnen, wenn wir in der Luft sind. Und halten, um zu tauchen. Sieht man ja da. Und ich würde sagen, wir machen es jetzt so, wir spielen einfach die Challenges. So, ich schaffe mindestens eine saubere Landung. Das müssten wir hinkriegen. Perfekte Landung. Und schon haben wir es geschafft. Und batsch. Kann man das Ding auch lauter machen? Ja, kann man noch. So, es wird gespielt. Schon ist der Ton da, das ist immer schön. Aber wir befinden uns jetzt nicht. Ich befinde mich schon im Level. Ja. War leicht verwirrend. So. Erreiche das Ende. Das ist eine etwas schwierigere Aufgabe, denn hier gibt es Löcher. Glaube ich zumindest. Na, ja, das war die hier. Die ist kacke. Die habe ich nie gemacht. Da bin ich schon gescheitert. Hey, es hat nicht funktioniert. Das ist Kacke hier. Aber ich habe das Ende erreicht. Das ist doch toll. So, erreiche das Ende auch diesmal. Hier gibt es aber jetzt Löcher. So, probieren wir es halt nochmal. Erreiche das Ende. Upsala. Oh nein. Gott. Ich habe mich einfach verabschiedet. So, ich versuche jetzt einfach das Beste aus diesem Ding hier zu machen. Was? Spielen. Das wird heute nichts mehr, ich sehe es schon. Ich würde sagen, nach dem Level hören wir auf. Was mir spätestens dann schon so sehr auf den Sack geht, ich absolut keinen Bock mehr habe, noch irgendwas zu tun. Ich dachte, das Spiel will immer Werbung einblenden, aber es schafft es nicht. So, jetzt sollten wir es haben. Und noch einen schönen Sprung. Und sogar noch eine tolle Landung da hinten hingekriegt. Super. So, dann machen wir noch Level 5 und ich würde sagen, dann spielen wir auch das nächste Spiel schon. Sehr gut. Soll den Sprung mit den Ring schaffen? Geschafft.
Es ist schon irgendwie traurig, oder? Spiele ich jetzt bitte endlich mal? So. Es wird dann vorbeigeschossen. Ich bin zu blöd dafür, ich wusste es schon immer. Geschafft! So, und ich würde sagen, dann beenden wir dieses Spiel auch schon mal wieder. Wir sehen uns dann gleich im nächsten Spiel, nämlich in McAfee. Also, bis gleich. So, bin wieder da. Boah, ist doch an. Geht doch. So, bin wieder da, McAfee. Ich habe das Spiel schon einfach so zum Spaß installiert, um so zu spielen, wenn ich mal nicht euch zeige, was ich mache. Spiel macht eigentlich schon Spaß. Also ist echt lustig. Aber ja. Es muss jetzt nicht unbedingt sein. So kann man es sagen. Die kann ja doch da vorbei. Das ist schade. Oh ne. So. So, perfekt. Mein Ziel ist es heute, diese Schränke hier, also diese Regale da auszutauschen. Das kostet mich einiges. Aber es wird trotzdem gemacht. Ich weiß immer noch nicht, was ich da oben hinstellen soll. Ein schwarzer Frosch. Puh, ich kann das nicht. Ich tippe einfach irgendwas an. Am Ende kommt doch mal was bei raus. Schau, schau, ist was bei rausgekommen. Ja, cool. So. Einer der Vorteile ist, ich muss einfach irgendwas machen. Rezepte. So, sie hier bedient die Leute, die am Tisch sitzen, und sie hier hilft ihr und gibt gleichzeitig noch für die Leute hier ein bisschen was aus. Also ich finde das Spiel echt süß. Man muss es wirklich so sagen. Kann viel damit machen. Ist in der Videobeschreibung, wie eigentlich immer, wenn ich irgendwas spiele. Ja. Ich glaube, mehr muss ich dazu auch gar nicht sagen, oder? Jetzt werde ich natürlich noch ein bisschen aufrüsten. Und danach spielen wir auch schon das nächste Spiel. Ich glaube, es ist gleich wieder soweit, dass wir das nächste Spiel spielen. Nämlich wird das nächste Spiel ein bisschen Hill Climb Racing 2. Also bis gleich. Wir sehen uns. Södele, bin da. Hill Climb Racing 2. Sammeln, ich liebe Geld.
Habe ich das übrigens schon erwähnt? Abonniert meinen Kanal. Ich glaube, das habe ich schon erwähnt, oder? Und wenn nicht, abonniert meinen Kanal. Moonstone Event. Mal gucken. Hey, das ist neu. Da haufenweise neue Sachen gekommen. Vielleicht gab es letztens so ein Update oder was? Was so's? Ich würde sagen, wir fahren jetzt ein paar Strecken. Ich habe nämlich auch schon das Mondauto freigeschaltet. Aber ansonsten bin ich noch nicht so weit. Ich fahre eigentlich immer noch mit dem Bus. Hier ist es ein bisschen zu laut. So, perfekte Lautstärke. Das war schön knapp, so habe ich das gern. Apropos Bus, wir werden heute vielleicht noch ein bisschen Public Transport Simulator spielen. Ja. Ich glaube, ich mache hier eine kleine Timelapse, wie ich fahre. Bis gleich. Gesehen auf der Timelab. Ja, ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder. Ich finde es irgendwie kacke, dass diese Elemente wirklich sind. Ja. Spiel ist in der Videobeschreibung. Das Foto, ich muss mal schauen, ob ich das auch irgendwie in die Videobeschreibung packen kann. Sollte ich aber hinkriegen. Sehen wir dann. Naja, ich würde sagen, jetzt spielen wir dann gleich das nächste Spiel. Bis gleich. Public Transport Simulator ist am Laufen. Aber ich bin noch kurz am WhatsApp schreiben. Mir geht's gut. Senden, Handy aus. Weiter geht's. Public Transport Simulator. Wir fahren mit dem Citra in grün. Übrigens, das Spiel hat keine Lizenzen, deswegen heißt der Bus auch nicht Citra, sondern Zeta. Und hat kein Logo drauf. Beziehungsweise, wenn es eins da ist, dann ist es spiegelverkehrt. Der einzige Lizenz ist von VDL. Da war ich selber ein bisschen erstaunt, dass VDL einem Spiel aus dem Play Store eine Lizenz gibt. Das fand ich schon erstaunlich, vor allem für VDL. Also, die schmeißen nicht gerade, normalerweise nicht gerade mit ihren Lizenzen um sich, dass sie dann sowas machen, also ein Spiel, das im Play Store, das ist eine Lizenz geben, das ist schon einiges. Also bei Mercedes und so hätte es mich nicht gewundert, aber bei VDL. Aber nun gut. Das spielt jetzt auch keine so große Rolle.
fahre jetzt auf jeden Fall mal weiter. Dürfen nicht so schnell fahren. Dass unsere Passagiere nicht umfallen. Ja, und dann biegen wir an der Ampel ab, aber leider. Zuerst müssen wir an der Haltestelle anhalten. Leider. Ich glaube, die Strecke hat 9 Haltestellen, oder? Habe ich das richtig gesehen? Glaub schon. Wisst ihr was? Es gibt nochmal eine kleine Timelap. Bis gleich. Ich ein guter Busfahrer, aber in diesem Fall eher weniger. Wir rücken vor zum nächsten Spiel. Bis gleich. So, letztes Spiel für heute. My Little World. Ich zeige euch jetzt, wie eine Filiale aussehen könnte, wenn man sie erweitert hat. Also auf das nächste Level von meiner derzeitigen Filiale, die ich in meinen Let's Plays verwende. Das ist die nächste Filiale, die hat verschiedene Sachen. Nein. Ein bisschen leiser. Unter anderem eine Backstation ist dabei. Das ist einer der Vorteile für Backwaren, muss man ab sofort nichts mehr zahlen. Sondern die werden von einer Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter gebacken. Und dann werden die einfach ins Regal gestopft. So. Ansonsten, so viel ändert sich eigentlich im ganzen Ding gar nicht. Ich weiß nicht, kann ich noch irgendwelches Obst und Gemüse aufrüsten? Brokkoli brauche ich nicht mehr unbedingt. Habe ich da schon. Sieht eigentlich soweit ganz hübsch aus, meine Filiale. Die Kassen sind super. Die sind fast wie echte Lidl-Kassen. Wenn man die aufrüstet, ist das Fließband noch ein bisschen länger und unten sind dann auch Plätze, dann Regale, wo die richtigen Tüten und so drin sind, die man auch aus dem echten Lidl kennt. Ich würde sagen, dann rüsten wir jetzt noch einmal Regale auf. Na, können wir uns gar nicht leisten. Da sieht man schon, es ist sau teuer.
Aber tut nichts zu. Ja, wie blöd kann man denn sein? Tut nichts zur Sache. Ich hoffe, euch hat diese kleine Spielerunde gefallen. Lasst ein Abo und eine Bewertung da. Schaut euch die ganzen anderen Folgen an. Schaut euch im Public Transport Simulator an. Schaut euch My Little World die ganzen Folgen an. Vom Let's Play. Links zu allen beiden sind in der Videobeschreibung. Die Links zu den ganzen Spielen sind ebenfalls in der Videobeschreibung. Ja, und dann sehen wir uns höchstwahrscheinlich morgen wieder, wenn ich wieder eine normale My Little World Folge mache. Also, haut rein. Ciao.